Oh, oh, schöne Keule. Oh, es ist so widerwärtig. Das macht er einfach immer wieder. Ich verstehe es nicht. Ich anders. Es ist doch wirklich, ich meine, ich kenne ihn jetzt seit 20 Jahren. Ich glaube, es sind schon 20 Jahre und seitdem hält er manchmal seinen Stick. Ich denke, was ist das denn schon wieder auf dem Bildschirm da? So ein riesen Presenter direkt vor die Webcam. Und dann denke ich, mein Gott, lernt er denn nicht dazu? Muss Jeremy Anderson mir immer noch seinen Stick präsentieren? Ich meine, ich habe den mal geblowt. Ja, den habe ich nicht nur einmal eingeblowt, ich habe ihn auch mal gebimst. Ja, aber das ist doch jetzt auch schon so viele Jahre. Ich verstehe nicht, dass er bis heute immer noch daran hängt. Der ist ein kleiner Pisser, Mann. Ich habe keinen Bock mehr. Und ich habe ihm auch gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Vor allen Dingen als den Dreharbeiten jetzt hier bei Beauty, da habe ich hier meinen Partner noch eingeblowt hier. Meinem Schauspieler, ja, genau den. Ja. Oh, sieht man richtig mal. Hast du? Ja, sieht man richtig schon versteckt, die kleine Schlappe. Ja. Was für eine Schlampe ist im Turnout da. Ah, okay, Leute. Ah. Ja, das ist ein kleiner Bims, du kleine Schlampe, wie war's mit Bims, Alter? Ich bin mit Jerry together. Das ist genau das, was ich euch immer schon gesagt habe. Jerry B. Anderson verarscht nicht nur Emma Watson oder Jessica Biel oder auch die kleine, alle möglichen Weiber werden verarscht. Ich wurde verarscht, ich habe es auch gesagt, wir müssen jetzt ein Gesetz klarschießen, dass wir den Jerry stoppen auf live.